So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Skateboarder und Skateboarderinnen. Das alte Review ist beendet von den Skate Deluxe Rollen. Das Video wird verlinkt und dementsprechend wird das nächste Review direkt gestartet. Und Gentlemen, um diese Prachtstückchen geht es jetzt hier. Wurden in den Kommentaren erwähnt, man soll die doch mal testen. Und das werden wir jetzt tun. Wo ich persönlich sehr gespannt drüber bin, ist halt, wie das allgemein das Rollverhalten ist, wie das Slide-Verhalten ist und vor allen Dingen, ob wir es Flat-Spots bekommen oder halt nicht. Da wird vom Hersteller nichts versprochen. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie allgemein das Verhalten ist. So, die Eckdaten zu den Dingern. Kosten rund 45 Euro in 51 mm, in super slim, super hart, super geil. Und was richtig geil ist, Dinger gibt es sogar in unserem Shop www.elwoodskateboarding.de. Made in the USA since 1998 und ich habe Bock, die Dinger machen wir jetzt mal dran. Rollen sind jetzt dran, so sieht das Ganze aus und jetzt legen wir los. Das Review ist beendet, so wie es angefangen hat, hört es auch auf mit dem Kickflip und wir haben hier, ich bin begeistert, Satori Wheels haben wir getestet in super hart, super slim und super geil. Die Dinge heißen Satori Illuminating Series Super Slim Shape 101A 51 mm, das ist mein Ding und kosten 42,99 €. Und bei uns, natürlich nur bei uns, hier, Elwood Skateboarding, www.elwoodskateboarding.de, checkt die Seite ab, da gibt es die Rollen gerade im Sale für 30,09 €. Da kann man zuschlagen, würde ich sagen. So, kommen wir zu meinem Fazit zu den Dingern. Ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt gefahren? Ich würde schätzen, roundabout 2 Monate. Also Anti-Flat-Spot kann ich schon mal sagen, auch hier war es nichts mit Anti-Flat-Spot-Formel und ich bin aber mittlerweile der Meinung, es gibt keine einzige Rolle auf diesem Planeten, wenn man im Ella Skatepark gefahren ist, die das überlebt ohne Flat-Spots. Davon bin ich überzeugt und deswegen gibt das auch von mir keinen Abzug. Ich finde die Dinger mega geil und ich werde die auch weiterhin fahren, bis die komplett am Ende sind. Da sind sie noch nicht. Auch mit Flatspots stört mich das nicht. In den Streets merkt man das eh nicht so. Und von daher würde ich sagen, klare Empfehlung von mir. Geiles Teil, geile Dinger. Hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Hier, wisst ihr, hier für die Happiness. Macht sowieso mehr Spaß. Skate for Happiness, ja. Alles nicht so ernst nehmen, ein bisschen Spaß bei der Sache. Und dann kommen die Tricks von ganz alleine.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.